Heute mal der kürzeste Koi-Block aus Japan. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Diese Automaten seht ihr überall an fast jeder Straße. Das Interessante dabei ist, es gibt wie bei uns Kaltgetränke. In demselben Automat bekomme ich auch immer warme Getränke. Und dieses Zeug, das schmeckt nämlich verdammt gut. Also man kann das wirklich hervorragend trinken. Auch vielleicht mal eine Innovation für Deutschland. Da gibt es ja sowas nicht. Vielleicht noch irgendwelche Tütensuppen oder sowas. Aber so ein Teil ist wirklich eine gute Sache. Mein absoluter Favorit ist hier, glaube ich, jetzt nicht drauf. Ja, aber so ähnlich wie ein warmer Kaffee. So ein schöner warmer Kaffee. Und das ist unglaublich, wenn man das erste Mal so sieht, dass dann auch einfach aus demselben Automaten, ob jetzt kalt, wo es Kaltgetränke gibt, auch Heißgetränke gibt, und der schmeckt super. Also ich habe selten so einen guten Kaffee getrunken. Ja. War nun mal so, was wir ja auch in Japan immer sehen. Ja, das wollten wir euch nur mal mitteilen. Ich meine, wenn man schon hier ist. Ja, auch was ich noch mal interessant finde überhaupt hier in Japan, ob das Baustellenschilder sind, ob das die Bekleidung auf den Bussen ist, sämtliche Werbung. Alles immer in Karikaturen und in so niedlichen Figuren. Ich finde, das entschleunigt so das ganze Zusammenleben, wenn man so mit 30 Millionen Menschen zusammenlebt. Vielleicht sollten wir in Deutschland auch mal einführen, vielleicht wird dann vieles besser. Das war dieser Vlog. In dem Sinne, einen schönen Tag noch, bis dahin und tschüss.